SWR 2 Zeitwort. Auch solche Klänge können etwas mit Artenschutz zu tun haben, denn in vielen Gitarren und auch anderen Musikinstrumenten sind Bubinga oder Palisander verarbeitet, edle und begehrte Hölzer, die nicht so ohne weiteres ein- oder ausgeführt werden dürfen. Musiker brauchen deshalb eine Genehmigung, damit sie mit ihrem Instrument durch die Zollkontrolle kommen. Grund dafür ist eines der ältesten Umweltabkommen der Welt, das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, auf Englisch CITES. Unterzeichnet wurde es in der Hauptstadt der USA am 3. März 1973. Zwei Jahre später dann die Abstimmung über den Beitritt der Bundesrepublik zum Abkommen im Deutschen Bundestag, geleitet von Bundestagsvizepräsidentin Lieselotte Funke. Ich rufe nun auf Punkt 4 der Tagesordnung, zweite Beratung und Schlussabstimmung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen. Ziel des Washingtoner Artenschutzübereinkommens: Tiere und Pflanzen vor dem Aussterben schützen. Neben Hölzern für Musikinstrumente betrifft das zum Beispiel tropische Frösche, die bei Terrarienbesitzern beliebt sind, Haifische, deren Flossen in der Suppe landen, Nashörner, deren Horn angeblich medizinische Wunderdinge vollbringen soll, Schlangen, deren Häute als Handtasche enden und, seit Jahrzehnten immer wieder besonders umstritten, Elefanten, deren Stoßzähne das begehrte Elfenbein liefern. Darf Elfenbein gehandelt werden oder nicht? Diese Frage wird seit Jahrzehnten bei fast jeder Konferenz der Vertragsstaaten neu aufgerollt und kontrovers diskutiert. Denn der Elefant zeigt besonders exemplarisch, worum es bei CITES seit seinem Bestehen geht. Wir wollten den Handel mit gefährdeten Tieren unterbinden oder nur kontrolliert erlauben. Erinnerte sich im Interview 1998 Wolfgang Burhenne. Er hat das Abkommen als Leiter des Rechtsausschusses der Internationalen Naturschutzunion mit ausgehandelt. Das ist kein Umweltschutz oder kein Tierschutzgesetz. Ja? Es bewirkt Artenschutz, ist aber kein unmittelbares Artenschutzgesetz, ist ein mittelbares durch Handelskontrolle. Will heißen, das Abkommen schützt den Elefanten zwar davor, gejagt zu werden, es schützt aber nicht seinen Lebensraum davor, abgeholzt, verschmutzt oder zerstört zu werden. Und trotzdem glaubt Daniela Freier von der Tierschutzorganisation Pro Wildlife, zumindest den Elefanten hilft das Abkommen. Bei den Elefanten ist die Wilderei für den Elfenbeinhandel Todesursache Nummer 1. Das ist die allergrößte Bedrohung mit Abstand. Insofern spielt dieses Handelsverbot natürlich eine enorme Rolle. Natürlich ist das nicht bei allen Tier- und Pflanzenarten so. Für manche ist es viel bedrohlicher, dass ihr Lebensraum schrumpft. Deshalb gibt es gelegentlich auch Kritik am Abkommen. Erst wenn sich mit Tieren und Pflanzen legal Geld verdienen lässt, so heißt es dann, würden die Menschen sich darum bemühen, eine Art zu schützen und auch ihren Lebensraum zu erhalten. Eine Argumentation, die sich bei der jüngsten Konferenz der Vertragsstaaten in Genf im August nicht durchgesetzt hat. Im Gegenteil. Anträge, das Handelsverbot für Elfenbein aufzuweichen, wurden dort abgelehnt. Daneben kamen zahlreiche Arten neu auf die Schutzlisten. Insgesamt ist nun der Handel mit etwa 5000 Tier- und 29.000 Pflanzenarten verboten oder eingeschränkt. Viele Umweltschützer jubelten. Genauso übrigens wie die Musikszene, denn auch für sie gab es eine gute Nachricht. Für Musikinstrumente aus einigen geschützten Holzarten wurde in Genf nämlich eine Ausnahmeregelung beschlossen. Für viele Musiker heißt das künftig, sie brauchen bei der Zollkontrolle keine Genehmigung mehr vorlegen, wenn sie mit ihrem Instrument aus edlem Holz auf Reisen gehen.